Mein Name ist Arthur Fussi, und ich habe heute Modular-Synthesizer gespielt in der Band Other Mother. Ich bin auch ein Bandmitglied von Alamada und habe heute, normalerweise bin ich die Schlagzeugerin und habe heute aber eigentlich fast nur auf meinen Präparationen gespielt, also auf dem Wohnzimmer-Setup. Genau, ihr Name ist übrigens Judith Schwarz. Mein Name ist Jule Diller. Ich bin auch Mitglied von Other Mother und ich habe heute präpariertes Hackbrett gespielt. Ich bin Alessandra Eramo und heute Abend habe ich meine Solo für Stimme und Elektronik gespielt. Gut, dann fange ich gleich mal an. Wie wichtig ist jetzt oder wie viel in euren Stücken hier am Anfang ist improvisiert gewesen und wie viel war sozusagen vorbestimmt? Das heißt, habt ihr ein gewisses Konzept gehabt, in dem ihr nachgegangen seid? Wie viel war eben improvisiert? Wie viel war konzeptionell? Mein Stück ist meistens schon komponiert. Im Rahmen dieser Struktur habe ich einen besonderen Teil, wo ich mit Stimme arbeite und singe. Und da gibt es eine improvisierte Komponente. Genau. Ich lasse einfach viel Freiheit in dem Moment. Aber wie gesagt, dieser Improvisationsmoment ist Teil einer strukturierten Komposition. Unser Set heute war komplett improvisiert. Wir passen so das Konzept immer ein bisschen dem Aufführungsort und dem Setup an. Manchmal spielen wir mit gewissen Modulen oder so dynamischen Bögen und heute hatten wir ein anderes Setup als normalerweise und haben uns darum entschieden, uns ganz quasi von diesem Setup und dem Konzept zu inspirieren, dass wir eigentlich mit ganz feinen Sounds spielen, die dann von der Elektronik eigentlich aufgegriffen und effektiert werden. Das war so der Rahmen, das Konzept und der Rest war komplett improvisiert. Okay, du sprichst schon für eure Gruppe im Endeffekt. Das ist jetzt eben für das Gespräch so ein bisschen, ich komme zuerst zu dir. Ich sehe, das heißt, du hast so eine gewisse Dramaturgie gehabt. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht frei reden darf, im Endeffekt, meine Bilder, und dann freue ich mich auf deine Korrektur, ist ja ein bisschen, wie soll ich sagen, von Zischlauten. Das heißt, wenn wir sprechen und wenn wir, vor allem bei kleinen Kindern sieht man es manchmal, wenn sie nachahmen, haben sie oft, wir haben die Sprache im Gesamten im Kopf, aber wenn man es in die Länge zieht, hört man die Zischlaute, die Rhythmen. Und mir ist fast vorgekommen, das ist jetzt nur mein Bild. Am Anfang hatte man wie, als würde man als kleines Baby oder in einer fremden Sprache sein. Und es werden die Worte nur durch ihre Zischlaute, durch die bestimmten Rhythmik, durch die Phonetik, das wird wiederholt, bis das geht dann weit hin. Es erinnert mich ein wenig an, ich bin katholisch geprägt, ich war in einer Kirche immer wieder und ich habe nichts verstanden. Ich wusste nicht, dass das Deutsch ist, was sie machen. Ich habe immer nur Heiligen und das hat mich sehr daran erinnert, dieses nicht im logischen Wahrnehmen, die Worte, eher in der Rhythmik und in der Melodik, das heißt ohne Bedeutung. Und für mich war es sehr schön, wie es dann aber hingeht zu einem Lied zum Schluss. Etwas, was wir in unserer Kultur als selbstverständlich annehmen,
Lieder singen, ist aber eigentlich auch teilweise sinnentleert, weil wir auch die Vokale länger ziehen. Man versteht manchmal nicht gleich etwas. Möchtest du was zu dem Bild sagen und dann vielleicht verraten, was du dahinter gesehen hast? Ja, ich glaube, spannend dabei ist, dass jeder kann sehen, was möchte. Es gibt natürlich nichts zu korrigieren. Insofern, ich finde es sehr, sehr befreiend, auch solche Bilder von anderen Menschen, die Zuhörerinnen sind, zu hören eben. Und ja, ich arbeite gerne mit diese Zwischenräume in der Sprache. Ich habe tatsächlich angefangen, tief mit meiner Stimme zu arbeiten vor vielen Jahren, als ich bemerkt habe, wie meine Stimme anders klingt, wenn ich auf Deutsch rede. Damals habe ich erst eben angefangen, Deutsch zu lernen. Und ich fand es sehr damals faszinierend und ich wollte tiefer gehen in mich verlaufen in diesem Sprachunbewusstsein, sagen wir. Und ja, ich spiele sehr gerne auch mit solchen gebeteartigen Erinnerungen. Die gehören sicherlich zu meiner Klangkultur und ab und zu kommen wieder raus. Ich bin auch in einem katholischen Land aufgewachsen und mich emanzipiert auch. Ich finde es sehr, ja, sehr, sehr befreiend, über hinaus, so sagt man, zu gehen mit Stimme, vor allem bei diesen nicht semantischen Aspekten der Sprache. Melodie habe ich nicht 100%ig weggenommen aus meiner, wobei ich finde auch faszinierend diese Geräuschelemente, ne, in was ich musikalisch produziere. Aber eben Melodie ist noch sicherlich auch interessant, teilweise für mich. Dann kombiniere ich jetzt und frage ich jetzt an euch sozusagen, weil das ist ja gut. Bei euch interessant, ihr habt davon gesprochen, dass ihr heute frei wart. Erstens sozusagen als Rückmeldung, eine sehr klare Sprache habt ihr. Ihr seid auf mein Empfinden total am, als wäre es komponiert, am Punkt. Ja? Also auch eine gewisse Zurückhaltung, eine Reduziertheit, emotionale Reduziertheit, das ist interessant zu sehen, weil es zeigt immer wieder beim Improvisieren den Charakter oder wer da spielt. Bei euch die Klarheit ist von mir sehr stark geblieben. Jetzt zu meiner Frage. Ihr habt mit Geräuschen begonnen, mit einer Klangkulisse. Und wie wichtig ist aber dann doch das Spiel mit der Rhythmik? Wie möchtest du dazu vielleicht was sagen? Also ich glaube, bei uns ist genau dieser Wechsel zwischen Klangwelt, Klangästhetik und Rhythmik, genau dieses Spiel, was es immer wieder belebt. Und der Wechsel damit ist das, was was es ausmacht und was dann wieder die Spannung reinbringt oder die Entspannung. Und so kann man irgendwie die langen Bögen gut gestalten. Und ich glaube, das haben wir in den letzten 2 Jahren, wo wir ganz viel miteinander gespielt haben, auch einfach gelernt miteinander. Und darüber denken wir nicht mehr nach, sondern das passiert einfach, weil uns genau in dem Moment, wo wir denken, okay, wir sind an den Punkt gekommen zusammen, wo da alles gesagt worden ist, der nächste mit dem Kontrast anfängt und dann geht das nahtlos über. Und ja. Das ist vielleicht auch das, man merkt, das ist wie ein Guss. Das heißt, so wie man sagt, es gibt ja
also Gruppen, die haben in einer WG zusammen gewohnt, aber haben nur auf der Bühne zusammen musiziert. Also sozusagen, das, bei euch merkt man ein bisschen diese Harmonie sozusagen fast, wo ich mir fast gedacht habe, wann passiert, also da vielleicht gleich eine Frage, Fehler, also wann, wie geht es ihr mit dem berühmten aus der Form fallen? Das heißt, Konzerte, wenn es improvisiert ist, der Moment des, wir fallen gemeinsam, aber wie fallen wir, wie stehen wir wieder auf? Das heißt, wie steht ihr zu dem berühmten Fehler? Ja, es wäre interessant, den Fehler zu definieren in dem Sinn. Vielleicht für mich ist der Fehler dann, wenn man sich einfach wo verlauft und wenn man zu lang in einer Phase stecken bleibt. Ich glaube schon, dass wir als Band versuchen, irgendwie eine Geschichte oder einen Bogen über so einen Abend zu erzählen. Und es gelingt halt dann nicht, wenn man irgendwo wirklich so stecken bleibt, dass die Geschichte einfach nicht mehr weitergeht und dass der Zuschauer oder Zuhörer sich nicht mehr aufgefangen fühlt. Ansonsten finde ich, dass beim Improvisieren nicht wirklich Fehler passieren können. Also Fehler sind grundsätzlich toll, wenn sie passieren, finde ich. Oder sie machen oft was, sie bringen einen auch woanders hin. Habt ihr heute einen Moment gehabt, wo ihr plötzlich, also wo fast so eine gewisse ein unangenehmes Gefühl gekommen ist? Na, bei mir nicht, ne? bei mir schon. Es gibt eben manchmal, wenn man, ich glaube auch, es gibt verschiedene Arten von Fehler oder von, ja, wenn man ganz frei improvisiert, gibt es eben diese Momente, wo man irgendwie sich nicht ganz gelockt fühlt mit den anderen oder wo man vielleicht nicht genau weiß, was die anderen jetzt gerade machen oder wollen. Es gab zum Beispiel eine lange Stelle, eben bei uns, wir haben immer damit gearbeitet, dass der Arthur einen von uns effektiert und er kann aber immer nur eine Person auf einmal effektieren. Und glaube ich, ich weiß nicht genau, was er macht. Er hat ein paar Kombinationen gesehen. Und dann eben zum Beispiel gab es eine Stelle, wo er ganz lang nur die Judith effektiert hat und ich so wie eine Art Begleitrhythmus dazu gespielt habe. Und dann bin ich dann irgendwann so ungeduldig geworden und habe dann gedacht, ich glaube, es ist langweilig, ich muss jetzt einen Wechsel machen. Toll. Und es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass ich das noch viel länger hätte machen sollen. Ich fand es super so, aber eben da ist manchmal. Genau, also ich glaube, es gibt einfach so diese Momente, wo man vielleicht eher, wo so ein bisschen die Gedanken oder die Unsicherheit anfängt zu kreisen und da muss man wie ein bisschen trainieren, damit umzugehen und einfach Alternativen zu suchen oder etwas anderes zu probieren, um wieder irgendwie in den musikalischen Fluss hineinzukommen. Und andere Fehler sind zum Beispiel technische Fehler, die können sehr inspirierend sein, zum Beispiel gerade bei mir, wenn irgendwie, ich habe da so irgendwelche Magnete, die dann manchmal heute zum Teil umgefallen sind und einen unerwarteten Sound kreieren und ich versuche dann meistens den gleich nochmals zu machen, damit niemand merkt, dass es ein Fehler war und dann hat man schon ein neues musikalisches Motiv gefunden. Das mag ich eigentlich sehr, diese Momente. Ja, es gibt in einem anderen Setup, was wir haben, wo ich ja nicht effektiere, sondern wo ich auch eine gleichbedeutende Stimme, eine eigene bin, einfach in dem Trio. Gerade bei meinem elektronischen Instrument, also passieren einfach wirklich, wirklich krasse Fehler manchmal. Und das zum Beispiel, wenn man in einer leisen Passage ist und passiert mir dann manchmal, dass ich irgendwo irgendwas drücke und plötzlich macht es einen riesen Knall oder es kommt irgendwas, was überhaupt nicht dazu passt. Und das ist aber in dem Moment dann, und ich denke mir immer in dem Moment, oh Gott, was für ein furchtbarer Fehler. Und das Tolle ist aber, sie greifen es dann oft auf, den Fehler, und machen aus dem Fehler was Neues. Und ich merke dann immer aber erst im Nachhinein, wenn wir Mitschnitte haben,
dass das total toll war, weil es in dem Moment was Neues ausgelöst hat. Halt, ja. Ja, wir haben gerade ein Album gemischt und auch mit Live-Mitschnitten von Konzerten. Und wir haben gemerkt beim Mischen, dass die Stellen, die für uns persönlich, also für mich persönlich oder auch für Arthur, Fehler waren, dass das immer die Lieblingsstellen von den anderen waren. Also das ist... Ja, das ist ein bisschen die Frage, also dieser typische Fehler, wenn man aus dem klassischen Bereich kommt, dann ist ja sehr oft halt geschriebene Musik, da schaut man ja auf den Fehler und deswegen frage ich so blöd Fehler sozusagen aus der Perspektive. Meine Frage jetzt vom Musizieren, also wie man präsent ist. Du bist ja auch Sängerin, klassisch oder, ja. Wie geht's, also wie ist also im Moment, wenn being in a safe harbor, also auf dem Englischen, das heißt, wenn du Noten hast, dann bist du eigentlich in einer gewissen Sicherheit, aber beim Improvisieren eigentlich, ja, dieses Wort frei, das ist so eine Sache, das ist jetzt übertrieben, aber ist man ja immer an der Kante, das heißt, man ist immer kurz vorm Fallen oder nicht, also Könnt ihr den Unterschied, vielleicht eher an alle, wenn ihr wisst, was ich meine, den Unterschied beschreiben, was es bedeutet, präsent zu sein? Wir haben über Fehler gesprochen und über Kante gesprochen und diese Grenze. No? Ich finde sehr interessant, genau diese Moment, wo wir, oder ich spreche für mich, in welche die Stimme quasi wie ein eigener Organismus fängt an. Und das kann fast nur durch Fehler, sogenannte, was wir nicht Fehler nennen, aber was etwas Störendes, etwas, die nicht dazu gehört, ne? Und ich finde genau solche Momente sehr, sehr interessant, weil ich glaube, für meine Erfahrung, diese Klänge, die Stimme produzieren kann, die Stimme kennt schon, wir kennen schon, unser Körper kennt schon solche Klänge und wenn man diese Klänge quasi wieder rauskommen, die am Anfang vielleicht klingen als fehlerhaft oder störend, aber ich finde, die haben eine bestimmte Qualität, weil gehören zu Leben, zu unserer Welt und sie haben wie eine Dignity, ich liebe dieses Wort und ja, das ist meine Beziehung, in diese Aspekte der Fehler oder ja. Ja. Ja, ich glaube auch, das sind die Momente, wenn ich selber ein Konzert höre, wenn ich den Mensch erkenne dahinter und das passiert durch genau diese individuellen Momente, egal wie sie ausschauen, dass man da am meisten berührt ist oder am meisten gefesselt oder am meisten mitfiebert. Und das ist halt immer dieses Hin und Her zwischen Perfektionismus, den man irgendwie selber anstrebt, damit man Dinge auch so umsetzen kann, wie man sie selber hört und dann trotzdem immer noch so offen zu sein und so bereit zu sein, immer an diese Kante zu gehen, egal wo die Kante ist. Bei jedem ist es anders, man sagt, egal wo sie ist, aber trotzdem diese Kante mit den Leuten zu teilen und mit dem Moment. Und das ist halt auch das Risiko, was man immer eingeht. Also mich interessiert generell dieser Punkt vom Präsentsein, den du angesprochen hast. Und ich glaube, dass das eigentlich diese Präsenz etwas Essentielles ist, damit Musik entsteht überhaupt. Und ich glaube, es hat gar nicht so viel damit zu tun, ob diese Musik dann improvisiert ist oder ob sie aufgeschrieben ist, weil es bei mir auch bei klassischen Konzerten so diese Momente gibt, wo ich das Gefühl habe, das, was der oder die da vorne spielt, das entsteht jetzt in dem Moment und es klingt,
als ob er oder sie das jetzt gerade finden würde. Und das sind die Momente, wo es mich total reinzieht. Und es ist auch in improvisierter oder teilimprovisierter Musik so, dass es die Momente sind, wo ich das Gefühl habe, okay, das entsteht genau jetzt in diesem Moment. Und ich glaube, diese Präsenz ist etwas, das sich selbst zuhören und auf das reagieren, was in dem Moment passiert, das ist etwas, was man, glaube ich, generell sehr trainieren und auch zelebrieren muss als Musiker und Musikerin, egal ob man jetzt improvisierte Musik spielt oder ob man komponierte Musik spielt.